Es ist ein Turnier der europäischen Spitzenklasse. Das Finale der German Boys and Girls Open im Golfclub St. Leon Roth. Ausgetragen auf einem Traumplatz, professionell organisiert und mit internationaler Top-Besetzung, wie dem tschechischen Wunderkind Klára Spilková. Die erst 14-Jährige aus Prag ging mit 3 Schlägen Vorsprung in die Finalrunde. Die deutschen Hoffnungen ruhten auf Sofia Popov bei ihrem Heimspiel, unterstützt von ihren zahlreichen Fans wie Xbox-Weltmeister Sven Ottke. Ich wollte schon immer auf die Tour. Also es ist schon immer mein Traum, seit ich klein bin, seit ich 3, 4, 5 bin. Also ich wusste auch noch nicht ganz, was es ist da, aber ich schaue ja jedes Wochenende Golf im Fernsehen und ich will ja unbedingt auf die Tour. Diesmal gab es leider kein Happy End. Am Ende nur Platz 4 für Sofia Popov. Bei den Jungs hatte Martin Keskari eine 66 in der ersten Runde vorgelegt. Aber im Finale spielte sich der Niederländer Timo Bakker nach vorn. Bis zu einer Trickgolfeinlage. Andersherum mit dem Putter auf der Spitze, dann mit dem Sandwich. Doppelbogey. Martin Keskari vom Frankfurter Golfclub kam mit einem Schlag Vorsprung auf die 18. Bei Stadionsprecher Frank Adamowitz, unser Europameister Stefan Groß. Die letzte Chance für den Niederländer. Und der neue German Boys Champion heißt Martin Keskari. Der Vater ist Golflehrer in Kalifornien und er hat mit 17 ganz bestimmte Träume. Ja, meine Träume wären natürlich auch auf der PGA Tour bzw. European Tour zu spielen, aber ich denke, da muss man realistisch sein und sehen, wie viele gute Jungs da draußen sind. Und das rechnet sich alles, wenn man ein bisschen älter ist, und da werden wir dann sehen, ob es reicht. Nicht nur mit dem Sieger hatten die Zuschauer ihren Spaß. Zum Tag der offenen Tür strömten groß und klein auf die Anlage in St. Leon Roth. Bei den Mädchen überzeugte Viktoria Scherer als geteilte Zweite gegen die 16-Jährige aus Augsburg in die Finalrunde und beendete das Turnier Birdie 17 und Birdie 18. Ein starker zweiter Platz. Ich muss erst das Abitur machen und danach möchte ich eigentlich schon auf die Tour. Meine Eltern würden mich 2 Jahre unterstützen. Vielleicht mache ich das erste Jahr noch Amateurgolf, aber danach vielleicht würde ich es auf der Tour gern probieren. Eine Klasse für sich, Tschechiens Next Superstar Klára Spilková. Am Ende waren es 7 Schläge Vorsprung. Ich möchte auf der LPGA in Amerika spielen und auf der europäischen Tour. Um die Nummer 1 zu werden? Na klar! Die Siegerehrung war der stimmungsvolle Höhepunkt eines großartigen Turniers. Wir sind begeistert. Wir hatten noch nie so ein gutes Teilnehmerfeld. Die Scores sind in Summe unglaublich nach oben. Die Hälfte hat ein Plus-Handicap gehabt oder etwas mehr. Ganz ehrlich, was will man mehr? Die Sieger von St. Leon Roth haben sich für eine große Karriere schon mal vormerken lassen. Aber bis zur Feuertaufe für die Profitour ist noch eine Menge Zeit.